Lieber Stream, lieber Chat, ich nehme euch heute mit auf eine kulinarische Reise hier bei mir in meinem Stream-Setup hier zu Hause. Nehme ich euch mit nach Kalifornien. Wir werden heute Fischtacos machen. Fischtacos mit Lachs oder aus Lachs. Ich habe das Rezept mir rausgesucht. Ein kalifornisches Rezept, das dort gerne gegessen wird, besonders gerne in, ihr habt es erahnt, Malibu Beach. Und deswegen werden wir es heute kochen. Ich bin bereit, ich habe alles da, ich habe eingekauft. Wir haben natürlich hier einmal die Taco Shells. Das sind einfach so klassische Taco Shells, sind 12 Stück sind da drin. Genau, vegan sogar, vegan, ohne Geschmacksverstärke, ohne Palmöl, klasse, fuego. Ich habe mir halt, das brauchen wir nicht unbedingt, aber ich dachte, es hört sich vielleicht ganz geil an, vielleicht können wir es doch gebrauchen, ein guter Salsa-Mix. Schaut es euch an, Salsa-Dip, kann man machen, brauchen wir natürlich auch Olivenöl, ich habe einfach das günstigste gekauft. Dann natürlich Lachs, natürlich, es wurde empfohlen, über 200 Gramm zu kaufen, ich habe es einfach mal hier 200 Gramm direkt gekauft. Der feine Lachs hier, mein Lieblingslachs, steht hier, nicht weil es mein Lieblingslachs ist, sondern er heißt halt wirklich so, er heißt mein Lieblingslachs. Hier drüben haben wir einmal rote Zwiebeln, wir haben Tomaten und einfach so nebenher ein paar Chips zum Essen. Was wird in Kalifornien dazu getrunken? Weil ich natürlich selten rumtrinke oder keinen Alkohol trinke und so, habe ich recherchiert und geschaut und tatsächlich wird ganz gerne werden Limonaden getrunken dazu dann. Und deswegen habe ich hier einfach mal aus Heubach, klassisch, Wasser, Sirsa Sprudel gekauft. Und hier unten könnt ihr es lesen, Zitronenlimonade, Sirsa Sprudel, auf Schwäbisch. Und wenn der alle sein sollte, gibt es natürlich immer noch das gute ISO-Sportsfreund. ISO-Getränk, das Schnellladegerät zum Trinken, so ist es. Ein ISO-Sportgetränk. Klassisch, gut und lecker. Das sind auf jeden Fall die Getränke, das sind die Zutaten. Ich werde mir mal kurz die Hände waschen, bevor ich diesen Fisch schnapp und anfass. Ich meine, nehmen wir am besten den ganzen Lachs einfach, oder? Müssen wir nicht irgendwie speziell noch auseinanderrupfen. Und ich sag's, ich habe noch nie Fischtacos gegessen. Noch nie. Ich weiß nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Also die Frage, sollen wir erst die Gewürze drauf machen oder erst das Öl? Eigentlich erst die Gewürze, weil sobald das Öl drauf ist, bildet es ja mehr in den Film. Oder? Dann kommt es nicht mehr so gut durch. Ich würde es erstmal gleich würzen. Salz. Ja, ich mag meine Sachen sehr salzig. Ein bisschen Kümmel. Aber warte kurz. Mache ich hier die ganzen Schalenstücke rein. Ich gebe jetzt mal kurz Öl in die Pfanne, dann können wir schon mal den ersten Fisch gleich reinmachen. Und die müssen ja so circa 3-4 Minuten wurzeln. Der Ofen ist auch vorgeheizt, dann will ich auch mal direkt die Tacos schon mal, also den Taco schon mal reinmachen. Einen zumindest. Was denn? Die sind jetzt speziell verschlossen. Dass man die ja auch sanft rausholen kann. So sehen die aus. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Ich habe das zum ersten Mal mache ich das hier live im Stream. Und ich dachte mir, es wäre doch smart, wenn man die einfach über die Schiene hängt vom Ofen. Über diese Grillrostschiene. Dann machen wir doch den ersten Fisch direkt hier rein.
Optisch sieht er bisher so aus. Ja, es hat nicht so ganz fokussiert, nicht so ganz an, oder? Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der Fisch ist perfekt gewürzt. Richtig, richtig lecker. Richtig gut, deswegen. Ich habe halt das Schneidebrett hier belegt, deswegen ich versuche das hier zu schneiden. Also so sieht es aus, aber es ist natürlich sehr, sehr brüchig. Wie soll das denn halten? Ist normal, dass es so brüchig ist. Ich, die Person, die zum ersten Mal solche Tacos macht, weiß nicht Bescheid. Also es kommt jetzt erst Fisch rein, also war auch gar keine Soße angegeben. Deswegen mache ich jetzt auch mal keine rein. Das Rezept hat das nicht beinhaltet. Machen wir so ein bisschen Fisch. Versuche das irgendwie zu verteilen. Klasse. So, oder? Ist gut. So ist gut. Klasse. Dann vielleicht die Tomaten als nächstes. Tomaten. Ich probiere mich heute echt zum ersten Mal aus an kalifornischen Gerichten. Also so hieß es, dass es serviert wird, so. Durch alles, was reinkommt. Also relativ simpel eigentlich gemacht, das kann ja jeder. Da muss man kein Taco-Jader sein, kein Know-how besitzen, um das dementsprechend zu machen, wenn ich es hinlege. Fällt vermutlich alles raus, oder? Na, geht. Okay. Ich habe ja auch natürlich eine gute Serviette parat. Stoffservietten sind nachhaltig, deswegen nutzt Stoffservietten, keine Papierservietten, die sind nachhaltig, kann man immer waschen, reinigen, easy peasy, lemon squeezy. Und wir probieren jetzt hier diesen Lachs-Fisch-Taco, bei dem mir schon Zwiebeln rausgefallen sind. Let's give it a try. Cheers. Ich muss sagen, es ist köstlich. Es ist richtig, richtig gut. Die Kombination mit dem Fisch drin, die Zwiebeln, die Tomaten, es ist bombastisch. Also Fischtacos gehen ja übelst schnell. Ich habe jetzt gerade geschaut, wir haben angefangen vor 30 Minuten. Also es geht ja, brauchst ja keine 10 Minuten, bis du so einen Taco fertig hast. Mit Fisch, mit Lachs, easy. Also ein mega schnelles Gericht. Da brauchst du ja für manche Tütensuppen oder so gefühlt länger. Für die Tütenrahmensuppen zum Beispiel. So, das war auf jeden Fall Taco Thursday mit Captain Phil. Eine kleine kulinarische Reise Richtung Kalifornien, Malibu Beach, wo ich hier die feinen Tacos heute gemacht habe. Ich werde es ein bisschen aufräumen. Und dann geht's los an Sons of the Forest. Söhne des Waldes. Oder wir spielen noch ein bisschen DVD und dann Sons of the Forest. Thank you.